Moin Leute, endlich mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es gesehen habt im Titel, der Bentley hat es wieder zurückgeschafft von Mehmet. Bevor wir das thematisieren, ich weiß, keiner fragt sich, warum der Vito auf der Bühne ist. Ich zeig's euch trotzdem. So, was hat das kleine Schätzchen hier? Und zwar war hier plötzlich Leistungsverlust und irgendein Zischen aus dem Ladeluftweg. Und ich frage mich, was ist denn nur los? So ein schönes Auto, so frisch noch, mit 250.000 auf der Uhr. Was kann das bloß sein? Und es hat im vorderen Bereich gezischt. Ich da mit dem Endoskop da ein bisschen rumgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Keine Ahnung, da irgendwo ist es sehr schwarz. Der Ladeluftkühler hat aufgegeben, weil die Halterung vom ganzen Kühlerpaket irgendwie abgerissen ist. Alterserscheinung, Kopfsteinpflaster. Und dann hat sich der Ladeluftkühler irgendwie angerieben an so einem Luftleitblech und dann war er Schrott. So, und dreimal dürft ihr raten, wo findet man kostengünstig einen neuen Ladeluftkühler? Ja, natürlich, bei Autodoc. So, und hier habe ich mich tatsächlich für ein Markenprodukt entschieden. Mahle, also ich sag mal, ein Original-Zuliefererprodukt. Und das hat nur schlappe 150 Tacken gekostet. Mit meinem Rabattcode hier eingeblendet, 5% natürlich nochmal ein bisschen günstiger. War mir eigentlich schon klar, dass es das bei Autodoc gibt. Deswegen stand das für mich außer Frage, das bei Autodoc auch käuflich zu erwerben. Das muss ich nebenbei noch reinbauen. Das muss ich euch auch nicht zeigen, ist auch egal. Wollte ich euch nur einmal kurz mitnehmen. Also schaut ganz gerne unten in der Beschreibung einmal vorbei bei Autodoc. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ihr findet alles und wirklich zu super Preisen. Und mit meinem Rabattcode auch nochmal 5% günstiger. Damit spart ihr nicht nur was, sondern unterstützt mich auch gleichzeitig. Würde ich mich freuen, wenn ihr eure Teile bei Autodoc bestellt. Und jetzt geht es um den Bentley. Der stand ja bei Mehmet. Übrigens, Bobble kommt im Laufe des Tages auch noch. Und dann widmen wir uns endlich mal wieder auf dieser schönen YouTube-Plattform in Form einer schönen Bewegtbildproduktion diesem schönen Kfz. Auf jeden Fall, wo fange ich an, wo höre ich auf? Die meisten von euch kennen das Auto natürlich. Für die, die es jetzt vergessen haben, Bentley stand Ewigkeiten, hat keinen TÜV mehr. TÜV war so ein bisschen die Hoffnung, dass wir den durchbekommen. Er hat auch einen Mängelbericht bekommen. Das habt ihr, ich glaube, in meinem letzten Bentley-Video gesehen, beziehungsweise in Bobeks letzten Bentley-Video. Hat er bekommen, allerdings, ja, einen Mängelbericht. Das heißt, es waren Sachen zu bemängeln und vor allen Dingen die Abgasuntersuchung. Das heißt, die Abgaswerte, die haben nicht gepasst, weil das Steuergerät kaputt war. Dachten wir zunächst. Dann wurde das Steuergerät repariert, ist hier auch alles noch offen. Ihr seht das. Das hat aber nicht so viel Abhilfe geschafft. Diese Lambda-Werte sind immer noch nicht... Warte mal ganz kurz hier. Frühen Morgen werde ich hier genervt. Die Lambda-Werte passen immer noch nicht. Oh, linke Hand auch ganz schön. Die Lambda-Werte passen immer noch nicht. Und wir wissen nicht ganz, woran es liegt. Mehmet hat noch ein Luftmassenmesser gewechselt. Hat auch, glaube ich, nichts gebracht. Das heißt, es liegt wieder in unserer Hand, den irgendwie durchzukriegen. Das mega Ärgerliche an der ganzen Geschichte ist, dass der Mängelbericht, wo dann halt draufsteht, die AU, hat er nicht geschafft, der ist abgelaufen. Das heißt, das Ganze, ihr habt es gesehen, der stand ja schon sehr lange bei Mehmet. Das Ganze ist länger als 4 Wochen her. Das heißt, wir brauchen wieder eine komplette neue HU. Ich würde sagen, heute gucken wir uns einfach mal an, was damit los ist. Wir haben den nicht richtig gestartet bekommen, haben den mit dem Twingo von Phil, mit dem kleinen Muck, reingeschoben mit ein paar Kissen hinten. Haben den jetzt einfach auf neutral gestellt und ja, der Haubenzug und das ist alles so ein bisschen Gewirrwarr. Ich muss mich mit dem Projekt jetzt erstmal wieder neu beschäftigen. Ich denke, ich warte gleich erstmal auf Bobble. Vielleicht beschäftige ich mich erstmal mit einem schönen Ladeluftkühler am Vito. Ich würde mich freuen über ein bisschen Support. In letzter Zeit kam ja ein bisschen wenig Videos, um den Algo mal wieder ein bisschen anzuschieben. Schreibt mir was in die Kommentare, lasst ein Like da. Ich freue mich über jeden Support. Aber immerhin muss man sagen, er läuft jetzt wieder auf 12 Zylindern. Das ist natürlich gut. Allerdings meinte Mehmet, dass er auch teilweise sehr heiß wurde, weil der Lüfter ja Steuergerät nicht angesteuert wurde und da hat der Vorbesitzer sich irgendwas überlegt mit so einem kleinen Lichtschalter. Da kann man den Lüfter dann einfach anstellen. Hey, da seid ihr ja endlich. Oh, hi Phil. Na? Moin. Na? So, Bobble, mit was fangen wir an? Hast du schon gesagt, dass er wieder hier ist, ja, ne? Ja, das habe ich schon gesagt. Er ist wieder da, ja. Er ist wieder hier. Ja, wo fangen wir mit an? Ich würde sagen, erstmal eine neue, frische Batterie rein, ne? Ah, das habe ich gar nicht gezeigt. Der Kofferraum ging doch auf, denn diese Notentriegelung, die ist ja gar nicht mechanisch, habe ich gesehen, sondern die ist, hört mal hin. Das ist nur so ein Mikroschalter, der dann auch irgendwas Elektronisches macht. Was für ein Quatsch, ne? Das ist echt Quatsch mit Soße, da. Wenn du in Not bist, keinen Strom hast, kannst du damit nichts anfangen. Da haben wir die Starterbatterie und die hat auch immer Saft. Die verliert gar nichts. Die hat 12,5 Volt und die ist auch toll, auch wenn sie ein bisschen klein dimensioniert ist hier mit 77 Ampere-Stunden.
Und das ist die angeblich neue Komfortbatterie. Kann man da auch sehen, wie viel? Nee, ne? Da kann man es nicht sehen, aber das werden wir gleich sehen. Hier unter. Aber ich habe eine schöne Marine AGM, habe ich mir geholt. Ja, ne? Das ist die richtige. Hier sieht man noch. Ist ja auch ein Schiff, ne? Da braucht man natürlich auch so ein Ding. Ah, allerdings. So. Und ihr seht das hier, 1,8 Volt. Das Ding ist wirklich mehr als tot. Also das, da kommt auch nichts mehr an. Ich hatte das jetzt irgendwie den ganzen Vormittag dran. 10er und ich denke mal 13er. Und die jallern wir jetzt da rein. Und dann haben wir schon mal schöne Spannung. Und dann bleibt das Auto auch an, weil das geht dann, wenn die alle ist und tiefentladen ist, dann kriegen gewisse Steuergeräte irgendwie keinen Strom. Und dann geht der Motor einmal an und dann gleich wieder aus. Das wäre das eine. Das andere ist natürlich der Motor. Steuergeräte habe ich euch schon erzählt. Die wurden da beim Spezi, ne? Im Fachspezi wurden die, das eine Steuergerät, ne? Es war ja nur eine Bank, wurde repariert, wurden irgendwelche Sachen eingelötet, Kondensatoren, Widerstände, ich weiß es nicht. Da war nämlich irgendwas mit den Einspritzventilen. Alle Einspritzventile hatten Kurzschluss nach Masse, was so im Kabelbaum eigentlich nicht sein kann. Das war das Steuergerät und er zeigt jetzt auch keine Fehler mehr an. Das überprüfen wir gleich. Hier haben wir jetzt auf dieser Bank so ein bisschen zischen. Denke mal, relativ offensichtlich, habe ich eben gesehen, ist das der Schlauch. Könnte sein. Deswegen hat er erstmal so ein bisschen gehumpelt im Leerlauf. Das ist das kleinste Problem hier. Warten wir mal ab. Meinst du? Gibt es noch kleinere Probleme? Warten wir mal ab. Wir brauchen diese verdammte Abgasuntersuchung. Und hier wollten wir noch einen Schweißpunkt setzen, ne? Damit das auch mal ein Ende hat. Genau. Da machen wir einen Schweißpunkt hier hin, weil das Scharnier habe ich keine Lust, jetzt neu zu kaufen. Und das ist einfach abgerissen, ne? Als die Haube damals da beim Verkäufer hochgeklappt ist, da einfach einen Schweißpunkt drauf. Ach, moin, da bist du ja. Eine. Hey, was hast du denn da Schönes? Wichtige Unterlagen. Einen abgelaufenen HU-Bericht. Ja. Sophie. Den habe ich ja. Danke, Schlange. Schlange hat sich auch ein Auto gekauft, ne? Ich weiß nicht, wann dein Video kommt, aber er hat sich ein Auto gekauft. Ja. Und dann lesen wir mal aus, was er so ausspuckt. Wie sehen die Lambda Werte aus, Bobek? Wie sehen sie aus? Das ist das Arno hier, würde ich sagen. Ne? Wie sehen sie aus? Bobbel ist an der Batterie dran. Ja, so kriege ich wieder direkt viel mehr Motivation. Du hier vorne, Bobbel da hinten, an der Batterie. Du läufst das doch immer hier. Ja. Geteilte der Arbeit, ist halbes Leid. Ja, nicht gut. Hier ist ein Schlauch irgendwie ab. Der geht hier in die Ansaugbrücke, hinter die Drosselklappe, das heißt unter Druck. Den stecken wir jetzt mal eben wieder drauf, ne? Mhm. Vielleicht war das auch der Grund, warum der nicht durch die AU durchgegangen ist, ne? Dann zieht er ja Nebenluft. Aha, was? Geht auch schwer rauf. Ich hab sie gleich. Ach, guck mal hier. Ah. Da ist sie. Alter, ist das hier wie. Das ist ein winziges Ding. Wie fährt die denn hier? 74. Überhaupt nicht für das Fahrzeug. 74, guck mal, was wir reinhauen. Schön vom Chef. 110. Schön vom Chef. Gucken wir mal, wenn das Auto dann läuft. Ja. Weil Mehmet meinte, dass er ab und zu mal ein bisschen zu heiß geworden ist. Das mit dem Lüfter wisst ihr ja auch, der ist ja mit so einem Extraschalter. Jetzt, wo das Steuergerät wieder funktioniert, was es auch kontrolliert, den Lüfter, mit dem Temperaturschalter, sollte das wieder funktionieren, ordnungsgemäß. Gucken wir mal. Aber davor wurde er halt zu heiß. Ich glaube, das war bei der ersten Fahrt zur HU. Und da habe ich natürlich immer ein bisschen Bammel, dass die Kopfdichtung durch ist, ne? Ja. Und deswegen kommt jetzt, ich glaube, bis 17:30 von Amazon ein schönes Paket mit einem Tester, CO2-Tester. Mhm. Ob der Verbrenner im Kühlkreislauf vorhanden sind. So, Alko hat mittlerweile was besorgt. Ja, ein bisschen Schmieri drauf, ne? Ja. Ich muss ihn ja irgendwie raufkriegen hier. Hey, der Weihnachtsmann war da. Kennt ihr das? Ja, das sieht wild aus. Reaktionsflüssigkeit. Oh, ah, das, guck mal. Und das darf sich gleich nicht verfärben, oder? Gelblich, durchsichtig verfärben. So machen. Ah, okay. Ich muss so machen. So, gut. Mal ein Feuerzeug drauf. Alter, so sauber läuft das Ding. Ja, ein bisschen wackelt das immer. Nein, das wird nicht hart. Boah, das dichtet ja gar nicht. Der darf halt auch nichts von hier irgendwie, vom Auspuffleck oder so anziehen, weil das ist ja auch CO2. Testen. Ob das weiß man ja nie, ne? Ja, mal ein Auspuff.
Alter, ist der schlau. Ey, Bubek. Hey, komm mal her. Nee, der mit den Flossen. Oha, ja. Ja, guck mal. Okay. Direkt, Alter. MKL an? Ja. MKL ist aus. 140 Fahrenheit hat er. Er hat ja auch eure Steuergeräte falsch rum angeschlossen. Warte, Aussetzer. Ja, aber hält sich in Grenzen, ne? Oh, guck mal hier. Standlicht hat sich verabschiedet. Oh, nee. Ist auch neu, ne? Was denn? Das PDC funktioniert, ja. Geht Fenster hinüber? Boah, geil. Soll ich dann auch mal? Hey, das ging doch nicht mehr bei mir, ne? Habe ich eben alles repariert, alles gut. Wir wollen nur mal eben gucken, ob wir aus dem Notlauf, also es gibt halt verschiedene Notläufe, sagt man das so, bei verschiedenen Autos. Mhm. Und manche haben halt keine MKL an, kennst du vielleicht selber, aber trotzdem hat er keine Leistung. Kenn ich, ja. Kennst du, ne? Manche haben Leistung, aber man kann keinen Kickdown machen. Mal so, mal so. Digga, das ist aber ganz anders, ne? Was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht. Red ich Dampf? Ja, ich guck mal auf die Temperatur. Ich mach mal lieber den Lüfter an, ne? Mach mal an, ja. Ich koch da jetzt auch über, weil er zu viel Power hat. Ja, genau. Dann geht da nichts mehr. Boah, aber auch Ansprechverhalten. Hat richtig Power, ne? Ja. Digga! Jetzt läuft das Ding nämlich auf einmal, ne? Jetzt läuft der. Wir haben gerade 5 Liter Wasser aus dem Auspuff. Ja, und mir über die Füße gekippt. Guck mal. Die sind hier. Ja. Hast du da auch Wasser? Ja, das ist hier gerade von hier vorne irgendwo runtergelaufen. Oh ja, nee. Geil. Schön auf der Steuer geredet. Also Temperatur ist... Alter, der flitzt ja richtig ab. Ich will noch einmal. Ja. wo ist die rote Nummer, wenn man sie mal braucht? Bis einer weint, ne? Bis einer weint wieder. Aber das ist schon gerade ein kleines Erfolgserlebnis, sag ich euch ehrlich. Ja. Das war alles das Steuergerät, ey. Und in meinem letzten Video, wo ich noch eine Probe gemacht habe, war das nicht so. Auf gar keinen Fall, nein. 600, wie viel PS haben wir hier? 570 oder so. Boah. Aber viel Drehmoment, glaube ich. Das wäre ja... Temperatur geht, Tank haben wir. Alter. Was ist denn los? Das ist ja ein Biest. Richtiger Sportwagen auf einmal. Alter, ich kann mich hier gar nicht halten vor Leistung. Turbos. Ja, man hört Turbos, sagt Schlange. Das ist ja ganz krank. Gleich wieder übertreiben. Junge, das ist ein komplettes Biest. Ja, jetzt ist er nämlich da, ne? Was hat er jetzt an Temperatur? 200. Ja. 200 Grad. Aber wir lesen ihn gleich noch einmal aus. Ja, das wird spannend. Ja. Wenn die Falschluft da raus ist, ne? Da war ja in meinem Video noch Falschluft zu sehen. Da waren wir nur drin. Ich weiß nicht. Ist das ein Einwegeventil? Schreibt's in die Kommentare. Max, schreib's mal rein, bitte. Also er ist festgenagelt bei 200 Grad Fahrenheit. Das sind 93 Grad Celsius. Ja, perfekt. Das glaube ich jetzt nicht, aber ihr glaubt das, ne? Der tourt auch richtig geil hoch jetzt. Ja. Jetzt macht er das auch nicht mehr. Ey, was sagt er, der Kodierungsprofi? Ja, spannende Geschichte. Ja, du hast es geschafft mit dem Autoscan irgendwie, ne? Ich habe das Auto jetzt mal eingegeben. Oh, guck mal. Oh. Ja, er macht jetzt Steuergerät für Steuergerät. Alles, was da mal aufploppt, ist, Filmmuster, ein paar Sachen da unten. Ich glaube, die letzten Mal haben wir ihn immer so allgemein ausgelesen. Jetzt habe ich das Auto mal eben da eingegeben. Das hat aber sonst auch nicht funktioniert. Das habe ich nicht zum ersten Mal gemacht. Aber der Fortschritt ist schon auch gar nicht mal so schnell, ne? Nee. Ja, was gibt's denn noch drin? Bordspannung. Motor, aber ich will den Motor jetzt gleich nochmal reingehen, weil das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass da nichts drin ist. Wahrscheinlich hier auf erweiterte Abfrage, oder? Ey, wenn da jetzt nichts drin ist, ich fress einen Besen, ey. Mach bald so einen Kodierungskurs an der Hochschule. Oh, Bremskraftverstärker. Dann hat er zu wenig Unterdruck, okay. Umluftventil für Turbolader. Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2. Mhm. Schwarz. Okay. Aber das war letztes Mal noch nicht drin, wo ich da war. Nee, ne? Umluftventil war schon. Ja, das ist Steuergerät welches? 1 oder 2? Wo steht das? Das war 1 jetzt. 1, okay. So, und jetzt? Oh. Ventilabgasklappe, das ist egal.
Leckluft im Ansaugsystem. Okay, das war wahrscheinlich, weil der Schlauch da ab war, ne, den ich wieder dran gemacht habe. Mhm. Kommunikation, das ist wahrscheinlich, weil es abgeklemmt war. Verbrennungsaussätze erkannt, sporadisch. Zylinder 7 auch. Umluftventil. Umluftventil wieder, Turbolader. Da steht jetzt zwar Leckluft, aber Falschluft ist jetzt nicht mehr drin. Und natürlich auch diese ganzen Massefehler, ne? Irgendwas wird dieses Steuergerät in Standsetzung auf jeden Fall gebracht haben. Ja, klar. Also am Ansprechverhalten, an der Leistung, dass die Turbos überhaupt ansprechen, das war ja bei den letzten Probefahrten gar nicht der Fall. Guck mal nochmal in die... Ach so, Istwerte. Lass mal wirklich die Lambda-Werte einmal checken, wie die im Stand sind, und wenn man Gas gibt und so. Ich denke mal, dass das Specified soll heißen, der Sollwert, und Actual das, was er hat. Überhaupt was angezeigt wird. Auch interessant. 1000. Ja, der muss erstmal aufheizen. Ja, aber wir haben keine Misfire. Guck mal, ich habe noch Misfire-Counter reingemacht. Weiß ich nicht. Also die Werte stimmen nicht ganz überein. Er läuft ein bisschen zu. Ja, obwohl jetzt passt er sich. Ah! Jetzt dreht er komplett durch. Er läuft zu mager. Also je höher der Wert ist, desto magerer ist er. Jetzt, wo er besser läuft, merkst du auch, passt dich an. Ist er mehr am Wert dran. Und du musst ja auch auf Betriebstemperatur sein, um die AU zu machen, ne? Schon sehr ähnlich, oder? Guck mal. Ja, ja. Gleich. Bei ihm gleich. Ja, ne? Ja, jetzt hast du. Jetzt hast du ihn. Drück auf den Knopf. Drück ihn aus. Drück den Zettel aus. Jetzt gucken wir uns das Steuergerät 1 nochmal an. Das sollte eigentlich auch passen. Das Wichtige. So, jetzt sind wir in 1 drin. Ähnliches Spiel. Er läuft einen Tick zu mager als soll. Ja, gleicht sich auch gut an, ne? Also er regelt. Er regelt gut eigentlich. Ja, guck mal. Aber er stinkt immer noch wie ein großer. Naja. Manchmal hat man nämlich zum Beispiel einen Auspuffleck und plötzlich hast du viel zu viel Sauerstoff drin. So wie er jetzt läuft, würde ich ihn am liebsten selber einfach hinschieben. Muss ich auch sagen, ich bin begeistert. Damit habe ich heute nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, dass er so schiebt, ne? Damit habe ich am wenigsten gerechnet. Da hätte eher die Sonne rauskommen können. Das wäre realistischer gewesen. Bin noch mal so einen kleinen Motivationskick bekommen. Den hast du aber auch gebraucht. Ich habe den auch gebraucht. Wolltest du CO-Test nochmal machen, wenn er warm ist? Ach so, wenn er warm ist. Ja, CO-Test. Ja gut, dann nehme ich euch gleich nochmal mit. Du. Ja, was ist da los? Wir wollten ihn gerade warm laufen lassen. Wir wollten ihn gerade warm laufen lassen für Test CO2-Dings, Kopfdichtung. Dann ist das passiert. Siehst du das, was da so rauskommt? Ich sehe gerade gar nichts, weil ich die Kamera über dem Ding habe und... Oh. Was ist das denn? Ein kleiner Wasserfall, ne? Jetzt kannst du mal unter das Auto filmen. Eieiei. Ja. Das ist schon ein kleiner See. Tatsächlich wurde er auch warm, aber gut, ich habe absichtlich erstmal den Lüfter ausgelassen. Und als er knapp über 200 Fahrenheit war, so ich denke mal bei 105 Grad oder so, habe ich ihn dann angemacht. Dann ging er auch wieder runter, gerade wenn ich ein bisschen Drehzahl gegeben habe und die Wasserpumpe ein bisschen mehr Umdrehung gemacht hat. Aber dann ist das auch passiert, ne? Mhm. Das war dann ein bisschen viel. Gut, das ist jetzt passiert. Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben hier noch keine sommerlichen Temperaturen, ne? Nee, im Moment ist eher so Herbstwetter. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Auf meinem Bildschirm sieht es irgendwie nicht so richtig gut aus. Aber eigentlich besser, wenn zwei da unten ist, kommt man vielleicht besser ran, oder? Ja, ich war bestimmt, also die Länge hatte ich drin, so, ne? Ja, den hat's drin. Maul, Alter. Oh nee, Bobbel. Es endet nicht, ne? Nee. Es ist bis jetzt echt unsere stärkste Prüfung auf YouTube. Auf jeden Fall, das Ding tückisch. Da, seht ihr es noch? Stimmt, da, ja. Ist ein Schlauch, ganz klar. Da läuft immer noch irgendwas. Ja, da ist eine Schelle, hier ist so ein Wasserverteilungsrohr und da... Ich hoffe, ihr seht das. Also muss man ja genau ein bisschen mehr so. Ich kann mir leider nicht... Das muss man noch sehen. Ja. Das spritzt richtig raus da, ne? Ja, Der Aal. Aber läuft es hier raus? Ja, rechts. Oder von rechts, hier da. Nach da? Ja, okay. Denke ich mal, oder? Ja, das ist sicher. Nicht zu nah ran, das heißt ja. Aber ich bin da ziemlich weit auf die Seite gegangen. Ja. Nach unten und auf die Seite. Ach, keine Ahnung. Das Endoskop ist auch sehr heiß. 71 Grad. Zeigt ihr das an? Ja. Das machen wir nicht mehr heute, Tobek. Nee. Mhm. Dann müsst ihr euch gedulden auf den nächsten Teil. Deswegen habe ich ihn hier mit. Das war's heute.
Okay. Ich fürchte, da müssen wir viel auseinanderbauen, dass sich das alles lohnt, Robert. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt können wir den Test irgendwie nicht richtig machen, ne? Nee, so nicht. Ah gut, kalt war es nicht vorhanden, ne? Kalt war negativ, der Test. Ach so, ja, das stimmt. Weißt du, wie ich das nenne? Wie ich das Video nenne, ne? Achterbahn der Gefühle. Es ging mal so nach oben. Das ist häufig aber bei dem Ding so, ne? Ja, ist immer so eine Achterbahnfahrt. Also erst dachten wir so, okay, ist das Ding wieder hier. Dann plötzlich fuhr er richtig heftig, hatte richtig Power. Und dann... Der Motivationsschub kam dann nochmal. Und dann, okay, CO-Test auch erstmal negativ. Okay. Mhm. Er überhitzt nicht. Dann wurde er ein bisschen wärmer. Okay, Lüfter angemacht. Oh, alles gut. Und dann... Einmal das Luftfahrwerk auch nochmal kurz verrückt gespielt. Stimmt, das Luftfahrwerk hat auch irgendwas gemacht. Nur noch gegengepumpt. Der ist vorne auch abgefallen. Aber jetzt hält er irgendwie. Keine Ahnung. Seht ihr das hier? Jetzt hält er irgendwie. Ich würde sagen... Dann weiß ich auch nicht. Sehen wir uns in deinem Video einfach wieder. Im nächsten Video gucken wir mal. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen... Ja. Aber jetzt wird es für die Zuschauer jedenfalls mal wieder ein bisschen spannend, ne? Ja. Bleib dran, ne? Ja, wann geht der große Bentley Roadtrip los, ne? Nächsten Winter Nordkap, würde ich sagen. Ja, lieber so zu den kalten Temperaturen. Oh. Okay, gut, tschüss.